Also ganz ehrlich, jeder Chiropraktor kotzt im Kreis, wenn er den da drin sitzen sieht. So wie ich, wenn ich hier zocke, ey, Hammer. Letztes Mal offensichtlich ist einiges passiert in der Bude. Und dann machen wir kurz eine kleine Rundtour. Die habe ich mir jetzt schon so ein bisschen reingezogen. Also im Großen und Ganzen, was haben wir gemacht? Beim letzten Mal haben wir die Eisenstangen und, da haben wir die versteckten Eisenplatten plus Rotoren fertig gehabt. Und zack, ist der Tricky auch schon wieder dabei. Und jetzt haben wir natürlich die Sachen von dort hinten. Dort werden sie nämlich gebaut. Schauen wir uns jetzt nochmal direkt an. Dorthin werden die gebaut, die Smart Plates. Und die haben wir dann natürlich per Förderband zum Space Elevator gebracht. Und dort, boah, das leckt aber auch immer hier, wenn der Kollege Trickbert da drauf ist. Yannick, egal. Jedenfalls haben wir diese Smart Dings da hier gebaut, die Smart Plates. Und die gehen jetzt nachher, beziehungsweise gehen aktuell auch schon dahin. Meine Idee ist jetzt, die auch noch umzuleiten. Weil die Smart Plates sind halt natürlich schon sehr weitgehendes bzw. sehr produktives Material. Also sprich von der Komplexität her. Und wenn wir die in die Ticketmaschine ballern, dann gibt es natürlich ordentlich Tickets. Und deswegen, oder Coupons. So, hier werden die gebaut, nicht weiter wild. Hier kommen die, die versteckten Eisenplatten ran. Die kennt ihr ja noch von meinem Aufbau. Und hier werden die Dinger gemacht mit Rotoren. Die kennt ihr auch noch von meinem Aufbau. So, und jetzt gehen die Dinger halt hier lang. Und da haben wir sie hier, ne? Die sogenannten Smart Plating. Ja. Und die ballern jetzt hier lang. Auf einer sehr, sehr geraden Strecke. Sehr gut. Genau. Die gucken wir uns jetzt nochmal kurz an. Achso, hier. Ich weiß ja noch. Es gibt ja diesen guten Slide Jump, der einen ein bisschen schneller nach vorne springen lässt. So, was noch passiert ist, wir haben Wasser und Kohle, weil jetzt natürlich der Tricky auch die Forschung schon angeworfen hatte und auch die nächsten Tiers freigeschaltet. Sodass wir jetzt hier da gleich die Sachen machen. So, also sprich, Smart Plating, wie ihr seht, geht direkt hier in den Elevator in Ordnung. Da müssen wir gleich mal gucken, ob das noch tatsächlich notwendig ist. Und wenn das weiter notwendig ist, gut, geht es dann weiter. Wenn nicht, dann werden wir das in die Couponmaschine umwandeln. So, okay. Hier sind nochmal die Rotoren, tipptopp. Und ihr seht dort unten schon. Ihr seht dort hinten schon die großen, ich sag mal, Wassergeneratoren. Die sind jetzt auch neu in dem Update hinzugekommen. Das heißt, normales Kupfer benötigt, normale Kohle benötigt jetzt halt auch Wasser. Warum? Logisch, Dampf. Ja, du brauchst ja Wasserdampf, damit das irgendwie, damit die Turbinen rennen. Und entschuldigt kurz Chat, ich muss das ganz kurz hier nochmal erklären für die Kollegen. Und dann bin ich gleich wieder bei euch. So, jedenfalls haben wir denn hier. Ich muss das halt irgendwie hier alles für den Video-Edit hier irgendwie zusammenkriegen kurz. So, hier haben wir die Wassergeneratoren, die bringen 120.000 Liter pro Minute. Werden hier in sehr schrägen Pipings. Good God. Ah, der innere Autist in mir geht halt direkt auf die Barrikaden, aber okay. So, jedenfalls haben wir denn hier die ganzen Kohlekraftwerke und die Kohle. So, wenigstens die laufen super. 450 Milliwatt, Megawatt haben wir. Tipptopp. Uncut! 10! Leute, 15 rated? Alter, ich bin krass. Gerade übrigens auch gerade am Starten. Ich gehe hier gerade nochmal die Kohle-neue Fabrik hier durch. Und hammergeil, Uncut, danke für den Raid. Und an alle Leute von Uncut, falls ihr mich noch nicht kennt, ChuckyDB. Gerade Satisfactory Update 3 am Suchten. Und heute ein etwas früherer Stream, weil mein Bruder Geburtstag feiert und ich nachher noch dahin möchte. Wie dem auch sei, willkommen. So, gut. Okay, das im Großen und Ganzen ist passiert. Das heißt, Kohleenergie und Smart Platings. Gut. Die Smart Plates, wie gesagt, jetzt in den Coupon-Shop. Und damit das jetzt ja auch alles weitergeht, schalten wir den Tricky jetzt auch mal frei im Discord. Und dann kann der auch mal reden. Und mir so ein paar Sachen hier erklären, was passiert ist. Und dann machen wir heute natürlich weiter mit Forschung und vielleicht ein wenig aufräumen. Wenn ich das hier so alles so sehe.
Oh, Deathfighter 8. Dann erzähl mal, wo ist die Kohle, sag ich mal, dafür? Ey, die Kohle, naja, kannst du im Prinzip sehen, wo die Förderbänder herkommen. Die Kohle ist da hinten, wo ich hingepinkt habe in etwa. Okay. Also schon Meter entfernt. Ja, ja, verstanden. Und wir haben jetzt natürlich noch nicht besonders viel Energie zur Verfügung. Ich habe jetzt gerade erstmal so das kompensiert. Aber schon, was ist Potenzial da mit der Kohle oder noch nicht? Da müssten wir ein bisschen übertakten. Mhm. Wir haben noch ein bisschen weiter, wenn du ja oben über den Kompass schaust, da haben wir ein bisschen weiter. Ja, zweimal Kohle rein. Nochmal irgendwo okay. Kohle, ich weiß nicht mehr wo. Ja, das ist sogar da, in diese Richtung im Prinzip. Deswegen, also wir müssten erstmal wirklich noch ein bisschen mehr Power überhaupt rankriegen. Okay, na, dann werden wir erstmal Kohle weiter erweitern. Die Smart Platings, die könnten wir aber auch umleiten in die Awesome Sync, richtig? Oder brauchen wir davon jetzt sowas? Die brauchen wir ja für den nächsten Slot, für den nächsten Meilenstein. Okay. Beim, Space Elevator brauchen wir die, 500 Stück. 500 Stück, ja okay. Die laufen gerade rein, aber die haben wir, sag ich mal, ich schätze mal eher voll. Ja, dann müssen wir schon bei fast 400 sein oder so. Nee, das Ding ist voll. Das bewegt sich nicht mehr nach oben, die Smart Platings. Ja, dann ist es sogar schon voll. Okay, dann würde ich einfach sagen, wir bräuchten auch mal irgendwie so eine Art Bus, das halt... Oder wir könnten einfach das Ding abbauen und hier oben hinbauen. Wie wär's denn damit? Den Zink? Den Zink einfach hier oben mit hinbauen. Und dann kannst du halt jedes Mal einfach umleiten, wenn du voll bist. Ich meine, das ist ja so... Das. Zu sehen. Also sieht häufig Samstagabend aus. Ja, da leite ich viel um. Also bin ich nur am Umleiten, wenn ich voll bin. Die Idee ist gut und richtig, weil letzten Endes ist es ja so, dass diese Materialien, die da oben beim Lift ankommen, irgendwann werden sie ja einfach nicht mehr benötigt, ne? Und wohin dann? Ja. Irgendwann, genau, richtig. Jetzt steckt das halt fest. Kurz mal hier sind viele Fragen. Also erstmal ganz kurz, Yannick, ich will nochmal kurz sagen, diese. Acht, und dann sagen wir diese Let's Plays, ja, es gibt halt immer so verschiedene Gruppen, ne, gibt Leute gucken Twitch, gibt Leute gucken YouTube, ich versuche einfach mal auf beiden Kanälen, muss ja nicht beides gucken, reicht ja, wenn du Twitch guckst, ne, aber auf der anderen Seite haben wir nochmal die Frage, ob ich meine Signalisatoren wieder aufheben kann, die Beacons, das habe ich einmal probiert, ich glaube auch nicht, und Hypertubes habe ich noch nicht gebaut, Apfel, weil das, ich habe geguckt, da sind wir von der Forschung her noch gar nicht, von daher, ja. Sorry, wenn ich da ganz kurz rein dingse, aber die Beacons, die kannst du schon wieder aufheben einfach. Okay, sehr gut. Die gehst du einfach hin und glaube ich... Das ist gut. E ...oder so und dann kannst du wieder mitnehmen. Tippitoppi. So, ich nehme hier mal ein paar... Die Rotoren, okay, die müssten jetzt aber auch langsam stoppen. Weil die Smart Platings, um Himmels Willen. Ja, okay, gut. Wie wollen wir denn gerade vielleicht irgendwie sinnvoll unsere Arbeiten aufteilen? Soll ich okay, mein unmittelbarer oder? Next Step ist oben die Coupons zu machen und dann mal so ein Factory Car zu haben, also die Dinger, die hier rumfahren, damit wir hier auch mal von A nach B kommen. Ne? Unbedingt. Und dann haben wir da schon mal was Cooles. Und ansonsten, danach würde ich dann einfach gucken, ich glaube, woran mangelt es uns? Ich würde sagen, also eine ordentliche Zementgeschichte, das ist immer noch da so hingerotzt. Und die, ja, weiß ich nicht, Kohle nochmal zu expanden? Ja, ich glaube wirklich... Also genau, eine ordentliche Zementgeschichte, absolut. Und die Zementgeschichte vielleicht auch noch ein bisschen, vielleicht können wir sie mittlerweile schon übertakten, das wäre gar nicht so schlecht. Ja. Ich glaube, und Johnny. Es kann nicht schaden, wenn wir halt wirklich mehr Energie einfach haben, weil, wie immer, logischerweise, aber jetzt gerade, ne, wir laufen halt generell mal sehr grenzwertig mit der Energiemenge. Ja, okay. Ich kann dann überlege ich mir da was, aber ich brauche noch mehr Rotoren eigentlich erstmal für die Kraftwerke. Erstmal mehr davon. Was habe ich eigentlich hier hergestellt? Achso, die Copper Sheets. Die werden auch noch nicht so transportiert. So. Ich mache jetzt hier gerade das fertig mit dem. Ja, die lassen wir erstmal da. Ich habe eben, wie gesagt, auch nochmal gerade indiziert, nur eine Kupfermine, einen Schmelzer und einen Konstruktor für Copper Sheets, die ja für die Rohre benötigt werden. Die lasse ich jetzt auch erstmal da. Die bringe ich jetzt erstmal nicht ins Hauptlager. Ganz einfach, weil wir sie eher. Von der Verortung her eher da in der Nähe brauchen, wo die Kraftwerke sind, als dass wir jetzt jedes Mal zurück ins Zentrum laufen müssen. Erstmal. Okay. Ich baue jetzt hier gerade dieses Ding hier auf. Wie heißt das Ding? In die Awesome Sync, um dann auch da mehr Coupons reinzukriegen. Eben konnte ich es ja noch setzen hier. Mhm.
Ich bin noch relativ nah dran an dem eben von dir erwähnten Bug. Naja, du kannst mir ja sagen, wo in etwa ich da genau hin muss. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall in den Wüstendünen immer mal wieder, also mindestens zwei, wenn nicht sogar dreimal, so einen kleinen Uranbrocken gefunden habe, die dann für diese Verstrahlung sorgen. Also da gibt's auf jeden Fall einen Punkt, wo du halt, radioaktiv verseucht wirst. Und das ist halt übel, das ist nämlich in so einem Wasser. In so einem, ja, See hatte ich das gesehen. Da bin ich auch immer ran. Nee, Smart Platings, richtig. Oh ja, und jetzt kommen hier auch die Coupons rein. Guck mal hier, wir kriegen pro Smart Plating. Ja, wir machen hier Millionen Coupons damit. Das sind ja fast 3000, die wir kriegen pro Plating. Nicht schlecht. Na gut, steigt natürlich exponentiell an dann, ne? Jetzt brauchen wir Versatile Framework, das wird Project Part 2 und auch nochmal Automated Wiring. Okay, interessant, das ist das, was wir also benötigen. Haben Sie die, ja? Die Rotoren auch nochmal überarbeitet vom Design her? Vom Design her glaube ich nicht, aber ich glaube, es ist so. Ist ein bisschen, ich habe es nicht 100% im Kopf, wie die aussahen vorher. Was? Oh, das ist ja übel. Zombie-Klumpf, grüß dich. Moin, Zombie. Nur einer, warte mal, dann probiere ich das mal. Ich nehme hier so einen Card. Ich nehme mal jetzt hier so einen ganzen 100er Stack noch Rotoren mit. Wir brauchen jetzt noch nicht. Ist ja nicht mehr so much. Nee. Also ich krieg auf jeden Fall auch die Info. Du kriegst auch die Info, ja? New Equipment. Ja, Yannick, ja. Also bitte. Das ist ja wrong information hier. Warte mal, Vehicles. Müssen wir das? Wir haben neue Xematic. Ist das unter Special? Warte mal. Schritt, ne, Yannick. Nur einer. Achso, na doch. Na, ist richtig. Weiß ich nicht. Du hast es ja eben auch bekommen, oder? Wenn du es freigeschaltet hast und ich jetzt das auch bauen kann, dann hat er ja recht. Ah ja, okay, es muss nur einer freischalten. Ich dachte, okay, alles cool. Na, dann haben wir es ja. Factory Card. Davon baue ich dann einfach mal zwei. Plus Kumpelbin. Dann machen wir. Brauche ich noch vier Rotoren. Ich krieg doch irgendwie so schon geschissen. Und im MAM hast du auch einiges erforscht. Sulfur habe ich gesehen. Auf jeden Fall runter bis zu Black Powder, ne? Ja, naja, es war, glaube ich, nur eine Forschung. Mycelien noch nicht. Katerium. Ich bin zum großen Teil eigentlich nur rumgelatscht, auch eine ganze Menge, und habe so ein bisschen die Gegend erkundet. Okay, ja, deswegen auch die vielen Beacons, nehme ich an. Ja, genau. Einfach auch, um nicht so viel vom Baufortschritt hier schon vorwegzunehmen, wenn du nicht dabei bist. Ah, das ist nett, danke. So bin ich. Was wollte ich jetzt eigentlich? Okay, so, dann baue ich mal diese zwei Cards und dann bin ich mal gespannt, ey, mit dem Ding. Achso, Kraftwerke. Ah ja gut, dann komme ich nochmal dahin. Dann muss ich ja natürlich hier. Brecht hier nicht die Haxen, ja, war ja schon fast wieder soweit. Ich glaube auch. Sieht sehr geil aus, das Ding. Ich mach den Chucky-Style hier gerade mit möglichst wenig Lebenspunkten. So das, was du gerade mal automatisch wieder regenerierst. Wie dieses Teil aufklappt. Das ist mal nice. Wo bist du gerade? Da fährt er nie genau. Das ist mal nice, ey. Hier, warte mal. Warte, das ist auf jeden Fall jetzt hier Serious Business. Bidu, bidu, bidu. Wie so ein Fuck Minion, ey. Geil. Das ist ein richtig geiles Feature, ey. Auf jeden Fall. I love it. I love it. Wieder rein. Alles klar, ich werf dir deins hier auch hin. Hast du das zweite schon gebaut? Achso, ja, ja. Warte. Da liegt's. Okay, das muss ich wahrscheinlich in die Hand nehmen. Ich fahre die meiste Zeit nur mit den Dingern rum, ey. Ich würd's, ey, das ist ja richtig gut. Bidu, bidu. Wie dieses Fenster aufklappt, so ganz langsam. Boing. Yeah. Okay, los geht's. Here we go. Woo! Svenne, danke fürs Abo. Boah. Uff. Schnell bist du damit, irgendwie. Aber richtig. 40 km/h fährt das Teil. Wahnsinn. Aber das leckt auch ein bisschen, wenn er hier richtig. Es ruckelt ein bisschen, ne? Ja, ja. Ich spiele noch nicht so ganz mit klar. Papa, geil, Sven, erstmal vielen Dank. Wie geht's dir? Oh, gut. Schönen Sonntag wünsche ich dir. Wie läuft es bei dir? Super. Passiert? Super. Was passiert, wenn du damit von den Fundamenten runterkommst? Das ist eine gute Frage. Oh, doch, es geht auch noch. Auf der Wüste geht's auch. Echt, ja? Mir ist es umgekippt gerade. Oh ja. Aussteigen. Wie kann ich das wieder aufnehmen?
Ja, hier so auf dem Sand geht's sehr ungut irgendwie. Aber siehst du, ich dachte, ich hätte so mitbekommen, dass du das halt quasi gar nicht außerhalb der Fundamente fahren kannst. Wie man auch da, also ganz ehrlich, jeder Chiropraktor kotzt im Kreis, wenn er den da drin sitzen sieht. So wie ich, wenn ich hier zocke, ey, Hammer. In der Wüste schwer vorwärts zu fahren, Tipp, rückwärts fahren, okay. Mit den Knien zwischen den, mit dem Kopf zwischen den Knien oder so. Naja. Was ist mit euch? Spaß mit dem Auto, da bringen wir es an. Gibt's ein, es gibt einen Autopilot? Ja, stimmt. Gibt's. Aber ganz ehrlich, welchen Sinn hat denn der Autopilot bei diesen Dingen? Wenn du besonders lange Strecken hast. Oh Gott. Vielleicht. Okay. Bidu, bidu. Da haut's einen erstmal runter, ne? So. Haben wir jetzt ein Jetpack? Wir können Sprungstelzen jetzt erforschen. Oh, das ist sehr gut. Das würde ich auch vorschlagen, das zu tun. Und du musst jetzt die Smart Splitter hier erforschen, auch an der MAM. Ah, okay. Genauso wie die AI Limiter und die Powerpole MK2. Der Coal Generator hat hier keine Connection. Aha. Okay, ich schaue mir das hier nochmal kurz an, weil das geht hier überall. Also ich sehe es, ja. Ich sehe, dass du das hier auf jeden Fall in einem extra Netzwerk hast. Ich gucke mal ganz kurz, von was das... Nee, das Ding ist hier komplett an dem 450 Watt Ding dran. Das hast du hier irgendwie falsch, naja, nicht falsch, aber vermutlich irgendwie einfach einen falschen Mast angekriegt. Ich habe gedanklich was verkackt, aber ich dachte, ich hätte das am Ende wirklich komplett erstmal so weit zu Ende gebracht, dass man sagt, okay, passt. Ja, nee, vom Prinzip her war das ja klar, ne? Wie wir das immer machen, quasi... ein Kohlegenerator separat, damit auf gar keinen Fall irgendwann die Kohle zuvor steht. Weil das wieder ans eben. Laufen zu kriegen, ey, das war immer ein Nightmare, Mann. Absolut. Ich habe auch das Gefühl, es ist auch immer so eine Race, wer hat die geilste Fabrik, wo ich mir dann denke, okay, wenn das Ziel ist, dann nee. Okay, so, das läuft. Jetzt laufen auch die Wassergeneratoren. Nehme ich an. Ah, fuck, ich brauche noch Kabel. Bist du gerade noch hier? Ja, ich bin jetzt hier gerade und baue gerade diese Wassergeschichte um. Hast du Kabel im Inventar? Ich habe Kabel im Inventar, aber lass mich bitte einmal das hier fertig machen, sonst wird es hier ganz bunt. Weil aktuell haben wir gar keinen Strom. Was ist da los? Okay, so, das läuft jetzt wieder, okay. So, und dann werden wir hier nochmal einen hinstellen und dann... Ich werde die versuchen einzufärben, sodass klar ist, weißt du, dass die Powerlines zu diesem Backup gehören. Dann, okay. Weil es ein bisschen kreuz und quer geht. Was ist denn, wo kommt denn die Kohle her, verdammte Axt? Zumindest nicht von da hinten, oder? Welche Kohle denn? Ich werde die Kohle, ich glaube, ich habe das gerade falsch gesehen. Das ist, glaube ich, nur einfach hier ein Zementberg. Und was ist, wenn der Backup-Strom abkackt? Ja, der kann ja nicht abkacken. Also das ist ja der Sinn dahinter. Dann wäre es ja kein Abkack. Also, hier ist ein Craftbench. Ah ja, okay. Kein ja, also so wie wir es jetzt gerade haben, könnte theoretisch der Backup-Strom schon abkacken, weil er letzten Endes nur die Überreste an Kohle nimmt, die bei unserer Zufuhr an die anderen Kraftwerke übrig bleibt. Das müssten wir nochmal andersrum machen eventuell. Alles klar, okay, ja, dann müssen wir das tatsächlich nochmal ganz kurz fixen. Kohle ist da hinten, die kommt von da. Ja, ja, okay, denn das heißt, hier dieser Strompfeiler, den du jetzt hier direkt an den Kohlegeneratoren hast, den werde ich hier, das werde ich mal cutten und entsprechend an den Backup-Stromgenerator ranpacken. Oh, achso. Ja, das, genau, das wäre mein Plan gewesen eigentlich. Ich weiß gerade nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Hier. Okay, dann. Wir verdoppeln mal die Kohlegeneratoren. Und gleichzeitig müssen wir wahrscheinlich einfach auch die Kohlezufuhr irgendwie verdoppeln, oder? Am besten. Also ich weiß nicht, wie viel Überproduktion wir jetzt haben. Aber ich meine, so errechnet zu haben, dass bei Maximalauslastung benötigt ein Kohlekraftwerk 15 Kohle pro Minute. So, was haben wir hier? Ja, Nick, jetzt auch noch mit zum Explodieren. Müssen wir mal spielen lassen, Freunde. Hey, wenn ich bei mir so in deine, ich habe jetzt die 23.000 Marke geknackt, also an deiner Stelle würde ich 7 Days to Die auf gar keinen Fall mal anfangen. Mal so rum.
Spears! Okay, so, dann kommt der Mist mal weg. So würde ich es eigentlich schon mal ganz gerne haben. Und dann würde ich jetzt hier immer zwei miteinander verbinden. Blitzen. Können wir jetzt eigentlich schon Energiefragmente bauen aus den Schnecken? Ja, ja, klar. Das kannst du im Prinzip recht schnell schon. Dann mache ich mal ein paar, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir die Kohleminen übertanken müssen. Ja, aber wir haben... Gibt es denn nicht noch irgendwo... Du hattest doch gesagt, es gibt noch mal zwei reine Vorkommen irgendwo. Die kann ich auch erstmal anzapfen. Na gut, dann mach ich das erstmal. Warum nicht? Bevor wir ins Übertakten gehen, lass uns doch erstmal die, sag ich mal, Naturressourcen ausbeuten. Okay. Weil, na gut, ich glaube, wir haben jetzt nicht das Problem mit dem Anzapfen der Schnecken. Mit dem Anzapfen. Mit dem Übertakten durch Schnecken. Aber okay. Es gibt ja begrenzte Schnecken nur, ne? Ja, gut, wir haben jetzt schon 80 Stück oder sowas. Ich meine, so oft haben wir die sonst auch nicht verwendet. Aber du hast recht, erstmal dann nur, wenn es absolut möglich ist. Ja, also nur ein Vorschlag, ne? Das ist ja alles debatable hier alles. Alles nicht schön aus. Ja, sorry, ich wollte. Ich bin noch mal zum Gucken. Ich wollte dir was sagen, wo ich es eingemacht habe. Aber wieder, da ist der Tricky, hat da wieder Emergency. Diese Brotback-Zeitanalysen müssen hier gerade gestellt werden. Das ist alles unter Kontrolle. Brotback-Zeitanalysen. Nee, wir backen gerade ein Brot drüben. Warum ist das immer, dass ich aus dem Ofen muss? So, ich glaube, das haben wir jetzt. Das sieht recht ordentlich aus. Dann kann der Kram mir noch weg und dann. Passiert, dass ich halt auf eine Pipe raufspringen wollte und da drüber gesprungen bin durch den Slide-Jump. Ah, okay. So. Gut, es ist alles angerichtet, aber ich habe das Gefühl, wir haben auf jeden Fall noch genug Kohle übrig. Es ist angerichtet. Also, nein, wir benötigen nicht komplett die Kohle. Kohle. Vorsichtshalber werde ich aber trotzdem noch mehr Kohle bauen. Ja, das ist ja doch gut. Also, das Ding sieht schon mal okay aus. Ja. Vielleicht rückwärts fahren ist besser. Gut, was ich gelesen habe, du kannst es nicht auf, also nicht auf jeden Fluss. Flüsse sind eigentlich nicht dazu. Nee, das siehst du, wenn du es bauen willst. Das muss halt eine bestimmte Wassertiefe haben. Okay. Und dann funktioniert das ganz gut. Oh Gott. So, her mit dem Kart. Oh Gott. Also mit dem Ding einfach so rumzufahren, ist ja wirklich... Hilfe! Die Teile, war mal gut. Oh nein. Oh Gott. Erinnert mich erst etwas an Wally? Ja, schon, ne? Ich schau mal, ob wir hier noch uns noch irgendwas Cooles gönnen können. Gönnen können. So. Schön, dass das richtig geworden ist. Das kommt mir höher vor da drüben. Oh fuck, ja. Das ist eher für so einen Skatepark, glaube ich, hier. Mein Explorer fährt 90, der ist auch geil, der Explorer. Da kannst du über die größten Steine drüber fahren und der schafft das locker und das Ding ist generell so geil. Ja, wir hatten damals auch einen Explorer in unserer Base, aber eher, also damit konnten wir dann halt ganz gut erforschen, ne? Ich guck hier nochmal, Factory Rails, Equipment. Ich hole mir auf jeden Fall mal so einen Kaffeekopf. Ja, und dann baue ich hier einfach mal... Da hast du schon. So, mit Walls haben wir es gerade noch nicht so, ne? Naja. Noch nicht so sehr, ne. Ich kaufe halt einfach mal so eine Kaffeekup. Hey! Wahrscheinlich auch im Equipment. Ist essentiell denn irgendetwas? Oder ist es einfach nur for the lulz? Ich glaube, es ist for the lulz. Auf jeden Fall. For the lulz? For the lulz! Okay. So, gehen wir weiter. Schauen wir mal, ob wir eine Kaffee... Was so eine Kaffeekanne braucht. Es wäre eigentlich ganz nett, wenn dieses T-Stück oder diese Kreuzung für die Pipes, wenn die automatisch snappen würden mit der Fluchtlinie von dem Anschluss aus so einem Kraftwerk oder sowas. Mit dem tun sie nicht? Ne, tun sie nicht. Nisch ist ja nicht hier so. Ach so, alles klar, danke. Schön Kaffee getrunken. Cool. So, meine Lieben, das war's mal wieder mit der heutigen Folge von Let's Play Satisfactory Update 3. Wenn es euch gefallen hat, einfach mal ein Abo da lassen oder wenn ihr euch den Rest der Playlist anschauen wollt, einfach mal hier klicken. Ansonsten bin ich dienstags, donnerstags und sonntags auf twitch.tv/chucky
Unterstrich-TV zu sehen. Ja, Links ansonsten zu meinen Socials, wo ich auch mal neuen Content poste, sind hier. Alles klar, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.